Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um Grafiken. Und zwar Grafiken für das D42 Adventure System, sprich für den Commodore 64. Und zwar habe ich da schon etwas vorbereitet. Dazu öffne ich mal Denise. Kennt ihr schon Denise? Denise ist eigentlich das gleiche bzw. das bessere Weiß. Also ein C64 und Amiga Emulator. Beziehungsweise das mit dem Amiga-Emulator, hier steht es ja hier vorne, Coming Soon, da steht glaube ich schon seit 2 Jahren dran. Aber ich denke mal, dass sich da auch demnächst noch etwas tun wird, wenn man hier oben links guckt. Ich weiß nicht, ob ihr seht, also hier ist mal C64, dieses Menü, und hier wäre Amiga, das ist noch so grau hinterlegt. Ich denke mal, mit dem nächsten Release oder übernächsten Release, dann kann man hier direkt auch out of the box dann einen Amiga emulieren. Und das wäre natürlich eine feine Sache. Gut, darum geht es aber heute nicht. Heute geht es um Grafiken. Und zwar habe ich da ein bisschen schon was gebastelt. Ich zeige euch mal eben eine Grafik. Nein, das war falsch. Machen wir schön auf groß. Da kann man es erkennen. Das ist meine aktuell neueste Grafik. Und zwar bin ich ja jetzt an dem Punkt im Adventure-System, dass ich im Stollen drin bin. Und was darf im Stollen nicht fehlen? Natürlich die heilige Barbara. Die darf natürlich nicht fehlen. Und in allen Stollen, in denen ich bisher drin war, die war immer schön eingemauert. Im Bergwerk, sage ich mal, da haben die Bergleute sich damals richtig viel Mühe gegeben. Und das versuche ich jetzt hier auch so ein bisschen wieder zu spiegeln. Man erkennt hier so ein bisschen schemenhaft hier eine Figur, aber dass das die Barbara sein soll, nein, erkennt man nicht. Da muss ich ehrlich genug zu mir sein. Dann habe ich noch eine andere Grafik, beziehungsweise eigentlich die gleiche, nur ist ein etwas anderer Hintergrundbild. Hier mit dem Rot ist so ein bisschen rötlich. Ja, gefällt mir auch nicht so ganz. Deswegen habe ich mir etwas überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn ich hier in groß eine Barbara mache, aber die vielleicht nur zur Hälfte zu sehen ist. Genau, da müssen wir erstmal ganz kurz gucken. Habe ich das Bild schon hier? Genau, diese Barbara hier, die habe ich jetzt abgepauscht. Kann man das vielleicht erkennen? Kann man die größer machen? Genau, die hat schon eigentlich die passende Auflösung. Aus irgendwelchen Gründen wird das jetzt hier so dargestellt. Genau, hier sieht man es. Hier sieht man die Pixel. Ah, jetzt verwischt er das wieder. Das machen wir dann noch anders. Also diese Grafik versuche ich jetzt dort einzufügen. Also ich will aus 2 Bildern möchte ich jetzt 1 machen. Und ich dachte mir so, ich fange einfach mal ganz von vorne an und zeige euch einfach mal, wie ich da so vorgegangen bin. Beziehungsweise wie man vorgehen kann. Ich habe mir so gedacht, ich brauche als erstes erstmal eine wunderschöne Mauer. Man googelt erstmal ein Bild. Ups, das war falsch. Ich habe einfach mal eingegeben Mauer. Und genau, die, da haben wir glaube ich schon das Bild von Wikipedia. Das kann man ja ohne Probleme nehmen. Das Bild würde vielleicht sogar noch besser aussehen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Ich nehme das einfach mal. Sag ihm Bild speichern unter. Ich speichere das mal jetzt hier irgendwo ab. Spielt da keine Rolle. Gut, dann googeln wir noch einmal ganz kurz die heilige Barbara. Ich glaube, da habe ich auch einfach eingegeben, heilige Barbara. Und dann auf Bilder. Und irgendwo habe ich so eine halbe Barbara gefunden. Und ich wollte auch eine nehmen, die einen Kelch in der Hand hat. Es gibt auch noch viele, die haben etwas anderes in der Hand. Hier so ein Turm sieht man oft. Aber ich kenne die eigentlich jetzt nur so mit Kelch. Ob das jetzt die richtige ist für die Bergleute, weiß ich gar nicht so genau. Oder hier mit Turm sieht man dann auch oft. Ich wollte, wie gesagt, eine haben, die einen Kelch in der Hand hat. Gut, wir nehmen die einfach. Ich öffne GIMP. Die beiden Bilder lade ich eben hinein. So, einmal zack, hier wäre die Mauer. Kommt jetzt simsalabim, wie von Geisterhand, das Bild mit der heiligen Barbara. So, als erstes mache ich erstmal das Weiße weg. Gehe ich auf den Zauberstab. Genau, jetzt wurde das wunderbar jetzt hier schon erkannt. Die Kontur, das kann ich hergehen sagen.
Farbe nach Alpha. Alpha wäre weiß und sag ihm okay. Dann hätte ich die Barbara ganz alleine. So, und das reicht auch schon. Jetzt brauche ich unter neu ein leeres Bild mit einer Auflösung vom Commodore. Commodore hat eine Auflösung von 320 Pixel zu 200. Okay, genau hier rein. So, ich ändere mal eben den Hintergrund, den mache ich schwarz. So, dann nehme ich jetzt hier die Mauer. Sagen wir mal so, den Bereich will ich. Ich kopiere, bearbeite, einfügen als neue Ebene. Jetzt ist natürlich viel zu groß. Dann gehe ich auf Skalieren. Könnte man natürlich noch ein bisschen mit der Größe spielen. Machen das ruhig mal ein bisschen größer. So, jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich schön viel Grau habe. Ich mache das ruhig mal ein bisschen dunkler. Entweder gehe ich über die Sättigung. Damit kann man ein bisschen spielen. Dass man das Ganze so an den Farben anpasst, so wie der Commodore das hat. Also so zum Beispiel ist viel zu viel Farbe drin. Ich gehe in dem Fall sogar mit der Farbe sogar, nehme ich sogar ein bisschen raus, da ich so ein richtiges schönes Grau, so richtige schöne Grautöne habe. Und dann könnte ich zum Beispiel die Barbara hier einfügen. Sag, Copy. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, jetzt habe ich den Hintergrund, habe ich jetzt kopiert, also das Nichts. Ich brauche jetzt die Barbara als solches. Dann kann man die ruhig in dem Fall großzügig umrahmen, weil der Hintergrund da eh transparent ist. Ich sage eben Steuerung C, Copy, bearbeite einfügen als neue Ebene. So, viel zu groß, das macht nichts. Skalieren. Skalieren, skalieren, da skalieren. Jetzt einmal darauf achten, dass die Kupplung hier zu ist, ist sie in dem Fall. Und dann kann ich die auch maßstabgetreu herunterskalieren, dass ich die Größe habe. So, ich will die ja schön groß haben. So, dann schiebe ich noch ein bisschen nach unten. Und zwar ist das ja so beim D42 Adventure System, dass man nur die obere Hälfte sieht und die untere Hälfte ist schwarz. Also muss man sich ja praktisch, jetzt in dem Fall von der Barbara, ja so ab Bauchnabel, sage ich einfach mal, wird sie eh weggeschnitten sein. Und deswegen würde das ja so schon passen. So, ich will aber jetzt hier noch so eine Aussparung drum haben. Weil einfach jetzt nur so vor einer Mauer möchte ich die gar nicht platziert haben. Sondern ich möchte hier noch so eine Aussparung haben. Dazu muss ich nochmal ein Bild googeln. Ich möchte jetzt, wie hier zum Beispiel, hier so eine Aussparung möchte ich haben. Ich denke mal, ich melde mich wieder, wenn ich eine Aussparung gefunden habe. So wie hier zum Beispiel. Da ist auch von Wikipedia. Prima, das kann ich dann sogar nehmen. Kurz gucken. Ja, hat eine gute Auflösung. Und ich packe dann hier hin rein, packe ich meine neue Barbara. Ich sage ihm, kopiere. Hier sieht man auch, das erste Bild habe ich hiervon genommen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Nur, dass die Barbara so klein und sieht man gar nicht richtig. Das gefällt mir nicht so gut. Ich sage ihm nochmal, speichern unter. Das lassen wir ruhig so, speichern. Und jetzt von Geisterhand ist das Bild da. Prima. So, dann fangen wir einfach mal an. Alles, was wir nicht brauchen, packe ich schon mal weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, wir haben auch einen Zauberstab. Vielleicht erkennt ihr das sogar schon. Ich kann mit dem Schwellenwert noch ein bisschen herum experimentieren. Ne, der war zu hoch. Ne? Ich muss, glaube ich, kleiner werden. Ne? Einfach mal entfernen. Ja, jetzt haben wir hier noch so ein paar Schattierungen. Oder man kann natürlich auch das Lasso nehmen. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man jetzt hier vorgeht. Jetzt in dem Fall nehme ich mal das Lasso. Ups. Verdrückt. Das ist ein bisschen ein Nachteil am Lasso. Da muss man schon ordentlich drücken. Ja, ich markiere das hier wieder mit dem Auswahlwerkzeug, Steuerung C, also Copy. Und jetzt sage ich ihm hier, bearbeite ein,
Bearbeiter einfügen als neue Ebene. Skaliere das Bild. Wo haben wir skalieren? Skalieren ist jetzt hier verschwunden. Kein Problem. Skalieren ist immer noch zu groß, ich weiß. Nochmal skalieren. Aber man kann das auch hier greifen und dann beim Skalieren dementsprechend packen. Mal ganz kurz gucken. Ja, die Größe kommt doch schon hin. Wie gesagt, man sieht eh nur die Hälfte. Ja, ein bisschen kleiner vielleicht noch so. Damit man auch ein bisschen was von der wunderschönen Mauer sieht. So, jetzt muss ich die Ebene noch ändern. Die Barbara ist hier unten auf dieser Ebene. Die ziehe ich jetzt nach oben. Und schon wäre sie drauf. Genau, dann würde jetzt hier die Barbara schon sein. Da wäre das ja eigentlich schon fertig. Das ging jetzt richtig schnell. So, wo ist ungefähr die Hälfte? Ich sage ihm einfach mal, jetzt könnte ich noch einen Effekt reinhauen. Zum Beispiel einen Filter. Licht und Schatten. Schlagschatten. Ich möchte die so ein bisschen so zum Leuchten bringen. So, X und Y muss auf 0 sein. Das habe ich eigentlich am liebsten. Na, hallo, 0. 0, so. Was nehmen wir da? Gelb. So, ha, habt ihr es gesehen? Jetzt leuchtet sie schon. Ah, ich mache mal so ein bisschen kleiner. Guter Wert ist immer, je nachdem, wenn man eine scharfe Kante haben will, so um die 2 ist eigentlich mal ganz gut. Und so, jetzt drücke ich Steuerung F. Bei der Steuerung F wiederholen. Ja, Schlagschatten wiederholen, Steuerung F. Steuerung F, 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 F. Seht ihr? So, dann habe ich hier so einen kleinen leuchtenden Effekt. Und so lasse ich das Bild jetzt. Ich sage im Datei speichern unter. Nein, falsch. Nicht speichern unter. Exportieren nach. So, wie nennen wir das denn jetzt? Barbara. Ich glaube, 2 habe ich schon. Ich nenne das mal Barbara 4. Exportieren. Ich nehme auch, in dem Fall nehme ich ganz gerne auch PNG. Ja, und das war schon. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal testen. Es gibt da ein Programm, das nennt sich Pixen. Dann geben wir mal ein C64 dahinter. Da, CSDB, genau. Müsst ihr auf achten, gibt es mehrere Versionen. Das ist die Version 07. Die geht auch. Die andere hat einen Vorteil, den kann ich euch zeigen. Ich meine, das wäre die Version 2, die ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich meine, das wäre auch von der Seite. Ist ein Windows-Programm, ja. Es läuft aber perfekt unter Q4 Weine. Und, also hier hat man einen Vorteil bei der Version. Ich schaue nochmal eben. About, müsste Version 2, ah ne, es ist die Version 07026. Das müsste wohl die aktuellste Version sein. Wenn ich die Taste Steuerung gedrückt halte, kann ich das hier so hin und her verschieben. Das kann ich mit der anderen Version nicht, mit der älteren Version. Aber ansonsten von den Funktionen her ist das genau das gleiche. So, wenn ich das dann gestartet habe, dieses Pixen. So, dann nehme ich das Bild, was ich gerade erstellt habe mit GIMP. In dem Fall Barbara 4 habe ich es ja genannt. Ziehe das einfach jetzt hier rüber und lasse es los. Und dann fragt er noch nach, ist es ein Multicolor? Dann sage ich, yo. Und schwupps, habe ich ein wunderschönes Commodore 64. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt schon im Rotzustand sehr gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also das Gesicht kann man richtig klar erkennen. Nur ist es alles noch viel zu hell. Und das möchte ich jetzt noch ändern. Aber ich möchte das Bild erstmal noch weiter bearbeiten. Aber erstmal noch bleib ich bei GIMP, bevor ich hier weitermache. So, ich habe ja gesagt, ich möchte das dunkler haben. Die Ebene
Bogen, nenne ich es mal, die mache ich jetzt dunkler. Weil gerade auch in so einem Bergwerk ist es ja eh dunkel. Am besten mit Sättigung arbeiten. Dann nimmt man auch die Anzahl der Farben ein bisschen raus. So zum Beispiel. Und dunkler bekommt man das noch besser mit dem Filter Kurven. Hier Kurven. Genau, so ist es heller. Ne, so ist es heller und so ist es dunkler. Ja, machen wir das ruhig richtig schön dunkel, ne? Das gefällt mir schon gut. Ich gehe trotzdem mal in die Sättigung hinein. Vielleicht nehme ich sogar noch ein bisschen was raus. Dass der Hintergrund so ein bisschen mehr gräulich ist. Das finde ich besser. Jetzt klicke ich die Maria an. So, jetzt ist die Ebene Maria aktiv. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz bei Pixen rein. Ja, die war eigentlich auch viel zu viel gelb. Wie bekommen wir das hin? Vielleicht auch ein bisschen die Farben rausnehmen. Auch über Sättigung. Ich mache ein bisschen extrem. Und so wäre schwarz-weiß. Ganz schwarz-weiß nicht. Also meine Erfahrung ist, lieber weniger Farben verwenden. Da kommt dann hinterher Commodore besser mit zurecht. So, ich mache einfach mal einen Test und sagen wir speichern unter. Nein, stopp, exportieren nach. Das nennen wir jetzt Barbara 5. Und die Abfrage ist jetzt für das neue Bild, also für Barbara 5. Ist das ein Multi? Yo, ist Multicolor? Yes. Oh, schon schöner, ne? Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Und auch so mit der Umrandung, ich finde das gut. Und den Rest könnte man ja eigentlich schon mit der Hand weiter bearbeiten. Das könnte man jetzt schon machen. Nur warum ist hier so viel Grau und so viel Braun? Das würde ich mit der Hand hinbekommen. Nur gerade das Gesicht. Das Gesicht gefällt mir noch nicht so ganz. Ich gehe nochmal rüber. Hier hin. So, welche Farbe ist zu viel gelb? Also das Gesicht muss eigentlich blasser werden. Ich versuche jetzt mal nur das Gesicht zu fangen. Ich muss darauf achten, dass ich in der richtigen Ebene bin. Bin ich? Ja, Ebene Barbara habe ich. Und jetzt fange ich einfach mal hier das Gesicht inklusive Hals. Das ist das Schöne, dass beim Commodore alles so grob ist. Dann kann ich hier auch grob sein. Also mit dem Ausschneiden oder mit dem Markieren. Ansonsten bin ich natürlich nicht grob, ist ja klar. So, das Gesicht, das muss ich farblich gesehen ein bisschen bearbeiten. Ich sage ihm wieder, entweder mache ich es dunkler oder ich mache das Gesicht dunkler. Gucken wir mal. Ne, so ist zu viel, ne? So wäre heller. So. Dunkler. Was ich jetzt noch mache, ich mache jetzt hier schon die Augen etwas intensiver. Pinsel. So. Vielleicht so. Was meint ihr? Einfach nur, dass die Augen etwas intensiver werden. Vielleicht, hier ist es vielleicht ein bisschen zu dunkel. Dann gehe ich nochmal in die Farben hinein. Ein bisschen heller. Ja, so könnte das doch vielleicht was werden. So, Barbara 6, wo bist du? Du bist hier. Einfach rüberziehen, abspeichern, no. Multi, yes. Ah, schön. Schön, schön, schön. Den Kelch erkennt man noch nicht so richtig, ne? Ja, am besten wäre, wenn der Kelch auch dunkler wäre, ne? Oder ich bearbeite das mal manuell. Ach komm, wir arbeiten ab jetzt mal jetzt hier in dem Pixen-Programm weiter. Wir können mal mit dem Rand anfangen. Das möchte ich schwarz haben. Da gibt es hier einen Modus, der nennt sich G, Fill. Dann fängt er einen ganzen Bereich. Das klappt eigentlich sehr gut. Ich drücke dann auf Schwarz und klicke dann hier drauf. Die Bereiche, die ich
gefüllt haben möchte. Also nur man muss jedes Mal neu wieder G drücken. Das ist praktisch nur einmal aktiv. Dann kann man ganze Bereiche hier fangen. Das ist mir auch zu viel braun. Ja, gelb würde er jetzt annehmen, aber das will ich ja nicht. Okay, die Augen können wir jetzt in dem Fall nicht dunkler machen. Ich würde so sagen, jetzt kommt man an den Punkt, das kann man am Commodore-Test machen. Ich zoome eben nochmal so ein bisschen rein, damit ihr das besser seht. Mein Meisterwerk. Ich sage ihm, Datei speichern als. So, Barbara 6 können wir euch lassen. Und ich speichere es einmal ab als Koala. Und Datei speichern als C64-Exe speichern. Simsalabim. Ja, dann kann ich es eigentlich schon schließen. Oder zumindest minimieren. Und hier hätte ich die erstellten Dateien. Die beiden brauche ich. Ich nehme jetzt auch von meinem Commodore, nehme ich die SD2IC-Karte, nehme ich jetzt raus und überspiele das Ganze dementsprechend dann auf die SD-Karte. So, hier wäre die SD-Karte. Hier habe ich hier beide Formate abgespeichert. Einmal das Koala-Format und einmal das PRG-Format. Ja, ich würde sagen, wir machen Probe auf Exempel. Ich schmeiße den Commodore an. Und der Vorteil an dem PRG-Format ist es natürlich, jetzt kann ich das direkt von hier, aus dem Basic heraus starten. Das wäre dieses hier, PRG-Format. Was andere ist das KLA-Format. Und das KLA-Format, das kann ich fürs D42 Adventure-System prima benutzen. Aber für meinen Zweck zum Testen nehme ich mir ganz gerne auch zusätzlich noch ein PRG-Format. Wie ihr seht, das ist ruckzuck geladen. Und dann kann man sofort staunen. Doch, das gefällt mir sehr gut. Ich finde immer noch ein bisschen zu viel Gelb. Das könnte ich vielleicht noch mal korrigieren. Den Kelch sieht man ganz gut. Das Gesicht ist ganz gut geworden, auch mit den roten Haaren. Das gefällt mir gut. Die Hand sieht man jetzt nicht. Aber hier wird ungefähr ein Schnitt sein. Ich glaube, selbst die Hand, die werden wir nicht mehr sehen. Ja, so hier wird schon ein Schnitt sein. Oder ich muss die ganze Barbara noch ein Stückchen weiter nach oben platzieren. Ich will die aber ungern kleiner machen, weil je kleiner das Motiv jetzt wird und umso pixeliger und ungenau und unschöner wird es natürlich. So, ich würde sagen, ich mache jetzt sofort einen direkten Probe auf Exempel. Sag ihm Datei laden, Raumbild. Raumbild. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das Format wäre Koala Painter. So, und genau hier an der Stelle wäre jetzt ein Cut. Das macht D42 automatisch. Also das ganze Strubbelige sieht man nicht mehr. Okay, dann sehen wir praktisch nur das Gesicht eigentlich. Von dem Kerl ich fast gar nichts mehr. Dann müsste die Barbara eigentlich noch ein Stückchen weiter nach oben. Ich glaube, das mache ich noch. Und dann packe ich das hier ins Adventure-System hinein. Ja, und das wäre, denke ich mal, schon so ziemlich die Final-Version. Wie gesagt, so ab hier muss man sich das Bild ja wegdenken. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Ich denke mal, den Kelch werde ich vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. So ein bisschen die Augen. Ah, so ein paar Kleinigkeiten sind da noch zu erkennen. Aber im Großen und Ganzen wäre das schon eine ziemlich fertige Version von diesem Bild. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!